So, hallo allerseits. Frosty hatte ja vor kurzem das Interview mit Harte Schale und einige von euch haben gesagt, ja, okay, spannend, aber es fällt uns schwer, das so wirklich zu beurteilen, weil das müsste man in der Praxis sehen. Ja, und wir haben uns gedacht, okay, können wir machen. Also haben wir uns Harte Schale noch einmal eingeladen und machen jetzt ein kleines Turnier, um seine Hausregeln auch mal in der Praxis zu sehen. Und ich würde dann auch gleich an ihn abgeben, aber zuerst stelle ich euch noch meine Mitspieler vor. Wir haben hier noch Daru, den ihr sehr wahrscheinlich kennt. Ich weiß von nichts. Dann haben wir noch Tiger Town, auch das ist ein langjähriger Mitspieler von mir. Ja, vielleicht kennt ihr mich auch gelegentlich. Aus dem aventurischen Quartett zum Beispiel. Oder der Wildermark. Und Harte Schale hat auch noch jemanden mitgebracht, und zwar Uncool. Servus. Gut, danke schön für die nette Einladung. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Grob, was passiert ist. Immer ein Spieler führt fünf verschiedene Archetypen in zufälligen Auslosungen. Also jeder Archetyp hat einen bestimmten archetypischen Kampfstil, zum Beispiel der Stil mit der zweihändigen Streitaxt oder einen eleganten Stil mit dem Anderthalbhänder oder mit dem Schildkampf oder mit dem Parierwaffenkampf oder dem Kampf mit zwei Waffen, dem beidhändigen Kampf. Dabei sind die Charaktere, alle Werte sind sehr einfach gehalten und es gibt nur winzig Variationen. Alle Charaktere kosten quasi gleich viel AP, sind mit gleichen Dingen konzipiert worden und wir fokussieren uns in Reduce to the Max Gedanken auf nur ganz wenige Manöver, die wir einsetzen. Nur Wuchtschlag, Finte und Meisterpate. Das heißt, ich kann meine eigene Attacke erschweren für Wuchtschlag, um mehr Trefferpunkte zu erzielen. Ich kann meine eigene Attacke erschweren mit der Finte, um die gegnerische Chance auf eine Abwehr des Angriffs, auf eine Parade zu reduzieren. Oder ich kann mit der Meisterpate meine Parade erschweren. Und wenn es gelingt, dann habe ich einen Vorteil, danach eine Erleichterung für das nächste, was ich tue. Und der Reduce to the Max Gedanke ist ja ein bisschen, dass man mit nur diesen Sachen, diesen Kampfstilen, wie sie in diesem System sind und diesen drei Manövern und den paar Werten, die es da gibt, schon sehr viele, sehr spannende taktische Entscheidungen bringen kann. Und alles, was es an sonstigen Manövern obendrauf gäbe, ist ja auch toll. Aber sollte ja schon als Ziel haben, dass es schon dieses ganz, ganz basismäßige Regelkonstrukt, auf dem alles andere aufbaut, schon so einigermaßen cool spielbar ist und vielseitige Kampfentscheidungen ermöglicht und ein eigenes Kampfmeter, wo man dann auch nach seinem Stil spielen kann. Und das schauen wir uns dann an. Gut, dann bin ich gespannt darauf, Chimbael, wer bei uns hier das erste Parry macht. Also welche zwei Leute als erstes gegeneinander antreten werden. Ja, ich habe gehört, wir würfeln aus, wer welchen Kämpfertyp kriegt. Also jeder mal einen W5, denn da wir online spielen, geht das relativ leicht. Ah, ich meine, diese Würfelbox hat leider keinen W5 drin, also muss ich auf den W10 gehen. Hey, wo habt ihr einen W5? Na, du gibst es einfach ein. Ach so, ja, eingeben wir jetzt so bäuerlich. Ich habe eine 3. Das scheint sich relativ gut auszugehen. Dann starte ich wohl mit dem Schildkämpfer. Oben sind sie in der richtigen Reihenfolge. Dann Also. Tiger Town kriegt den Parierwaffenkämpfer. Also jeder spielt jedes, wäre quasi die Sache. Also man nimmt zwei Spieler, also zum Beispiel Tiger Town und du, und jeder von euch bekommt, also ihr spielt fünf Kampfrunden, also fünf einzelne Kämpfe, wo ihr jeweils einen der zufälligen Kämpfer bekommt. Das heißt, in der ersten Runde spielst du zum Beispiel Schildkämpfer und er würfelt aus, welchen er dagegen. Und jeder, der schon genommen ist, wird nicht mehr, sodass wir quasi ein Best of Five zwischen zwei Spielern haben. Und jeder kriegt zwingend jeden Archetypen einmal in diesen fünf Kämpfen. Nur er weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Okay, dann was haben wir noch? Daru, was hast du für eine Nummer, wenn du Drei, das wie bereits gesagt. drei? Dann darfst du den Beidhandkampf nehmen. Ziehe ich gleich mal rein. Und Uncool hatte die vier. Das passt, Einhandkämpfer. Gut, dann Unkful. Also, du fängst an mit dem BK-Kämpfer und Dominik würfel aus, welchen Kampfstil du dagegen Einhandkampf hast. habe ich schon. Einen Kampf hast du dagegen, okay. Dann Initiative.
sehen wir eingeblendet, dass wir den W6 dann als 4 annehmen. Das heißt, Ungful hat beim Einhandkampf eine Initiative von 20. Das heißt, er wäre schneller als die 19 von beidhändigen Kampf. Das sind zwei sehr schnelle Kampfstile. Alle Aktionen, die der Einhandkampf macht, sind in seiner Initiativephase dann vorhanden. Er kann einmal attackieren und sich eine Parade aufheben und seine Zusatzaktion Position machen oder zweimal attackieren und keine Parade haben. Oder er sagt, dass er zweimal parieren will und abgeben an den weiteren Kämpfer. Alles davon ist möglich und kann auch taktisch sinnvoll sein, je nachdem, wer es spielen will. Ja, Also, parier dann. mich zweimal. Ja, das kann Da haben er. wir Lust zu, macht das. Ja, da werde ich mich täuschen. Und ich werde einmal angreifen, einmal verteidigen. Und ich fange einfach mal an mit einer Wucht 1, Finte 3. Du Das hast noch heißt, eine ich treffe für unangesch du hast eine 16. Zusatzaktion Position beim Einhandkampf. Ja. Genau. Was macht ihr noch gleich? Er Rechts. darf Ini maximieren und Manövererschwernis abbauen. Das heißt, wenn man eine eigene Anzeige trifft, dann ist und es gelingt nicht. Okay, Also also ich sage, dasselbe wie in dann hätte ich dann. 4.1. Ja, genau. Aber ich erkläre es vielleicht noch einmal mehr für die Zuschauer, die es dann vielleicht noch nicht so parat haben, genau. Ja, ich meine, ich glaube, jeder, der sich das ansieht, weiß das. Aber das ist eine 9, das wäre getroffen. Das muss ich wohl parieren. Gehört meine Parade 15. Oh, gepatzt! Ja, da wollen wir Wir bestätigen. haben keine Patzerregeln. Doch, die stehen drin, dass du alle Aktionen und Reaktionen verlierst, wenn es bestätigt ist. Nicht bestätigt. Nicht Aber bestätigt, dann okay, trifft er, mach dann. Schaden. Genau. 14! Also 14? 4 Rüstungsschutz, also 10 Schaden und eine Wait, Wunde. wait, wait, da ist doch einer zu viel. Du hast 1W6 plus 8. Ich habe Wucht 1 Ach, Wucht, angesagt. einer habe ich vergessen. Wusste ich. Wie viel Schaden? Dann sind es 10 Schaden und eine Wunde. 10 Den Schaden Schaden und und eine eine Wunde. Darf ich Wunde. mich selbst beherrschen? Ja, darfst du machen, weil die Wunschspiel wurde ja überschritten. Aber das 16, 8, 16, das ist genau noch gesch drin. durchgesagt, müsste geschafft Auf den sein. letzten Punkt drin. Auf den letzten Punkt. Ja, ist meine Spezialität. Sehr gut. Dann unterdrücken wir die Wunde. Scheinbar schreibst du im Hintergrund für mich Lebenspunkte mit. Es dauert ja nicht mehr lange. Also Wie du viele hast. hast du jetzt? Er ist von 30 runtergegangen auf 20. Und bei 11 oder weniger Lebensenergie verliert er den Kampf. Ah, ist noch ein Muss ganzes Stück außerdem. hin, Phil. Noch ein ganzes Stück hin. Ein weiterer Treffer, der genauso ist, und der Kampf ist vorbei für Ja, aber dich. erstmal greife ich jetzt einmal Also an. dann ist Ungful, du bist fertig und machst nichts mehr, auch mit deiner Zusatzposition. Und jetzt ist dann. Machen wir eine bequeme. Machen wir eine Viererfinte rein. Die Würfel hassen dich heute. Ist Okay, aber dann stelle nicht ich mal. bestätigt. Gut, Also dass das im Finale nicht so war. legen wir in den zweiten auch Okay. noch eine Viererfinte. Weil ich habe ja zwei, Ja, also die zwei vier. Aktionen. Ja, gut, allerdings, diese Vierer finden. Also, du hast ja Achso, du gerade hast recht. Dann tun wir gesagt. den, keine Viererfinte rein, weil sonst bist du zu viel. Dann nur zum Abbauen quasi. Genau, Einfach nur nur zum eine. Abbauen. Nope, no, no, no. Dann Jamal! bestätig mal. Das Bestätig ist mal. das DSA 5 Ruleset. Das will dich zerstören. Jamal, hast du den Spielleiter-Button für Fuck this guy angehakt? Vielleicht bist du einfach nur im falschen System und solltest Höchstens aus D&D spielen. Versehen. Ist aber nicht bestätigt. So, alles Gut, gut. okay. Ja, dann Ich hast du will nicht ihn. mehr. Okay, dann hast du zwei Attacken geschlagen und du hattest einen Paradeversuch. Das heißt, wir sind fertig. Nächste Kampfrunde. Dann fängt Ungvoll wieder an. Ja. Ich bin mal so dreist und sage zwei Attacken an. Und fange an mit einer Finte 3, Wucht 1 wieder. Jambael? Das ist nicht bestätigt. Wenigstens trifft es auf wieder anders. Ja, er Ich hätte benutze es. meine Aktion Position, Ini maximieren und Erschwernis abbauen. Ja, die Initiative wurde der W6 als 4 angenommen, das heißt, er steigt sogar auf Initiative 22, weil wir hatten ja kein W6 gewürfelt und das Ja, ist jetzt es ist 6 nicht so plus, wild, okay. weil wir sind ja nur zu zweit. Außerdem, meine Initiative, wie du sehen kannst, ist immer zweimal mehr wie deine. Ja, aber hättest du in deiner Phase zum Beispiel, hättest du sagen können, auch irgendwann, okay, ich greife einmal nicht an und dafür komme ich mit der Initiative vor ihm dran und habe eine Chance, ihn die Schläge reinzudrücken, bevor er mich schlagen kann. Also das Ja, wäre so, ta so taktische Sache wären möglich gewesen, aber jetzt nicht mehr, wahrscheinlich es gut. ist meistens aber eine Verschwendung von einer perfekt guten Aktion, weil nach derselben Idee hättest du ihm erst jetzt den Schlag reindrücken können und der hätte es vielleicht schon gemacht, anstatt auf das Potenzial in die nächste Runde einzugeben zu gehen. Ja, So, und natürlich, aber dann das sage sind ich viele interessante Entscheidungen, eine. die wir treffen können, genau. Und dann zeige ich nur eine Finte 3 an.
Kritisch. Bestätige das also, mal. Zumindest glücklich bisher. Bestätigt. Ihr habt jetzt mehr 1 und 20 gewürfelt als andere Zahlen fast, oder? Das ist allerdings mit halber Parade trotzdem noch... Nee, ist es nicht. Fuck. Ja, dann bin halbiert ich doch erledigt. Und dann erledigt. Halbiert und dann noch der Abzug durch die Finte. Also, okay. Ja, ist erledigt. Zack. Dann, erster Kampf ist um. Das heißt, einen Kampf kann Dominik nicht, also Unkvull nicht mehr ziehen und du kannst keinen weiteren Kampf. Also, ich zieh dir gleich mal am weiteren Kampf. Ich zieh den so lange, bis ich gewonnen habe. Nein, jeder Kampf musst du einen von diesem Stapel von 5 Kampfstil quasi zufällig ziehen, der noch vorhanden ist. Du kannst ihn aus meinen kalten, toten Händen nehmen. Nein, ich nehme den, ich gehe von einer Hand auf 2 Hände. Okay. Kalte, tote Krallen! Ja, keine Sorge. Du bist ja auch kalt und tot, also würfel mal, was du jetzt stattdessen für einen Kampfstil bekommst. Fein, wo haben wir es denn? 4, wenn ich wohl 2 Hand kämpfe. Dann wird das wohl ein sehr schnelles und blutiges Ende geben. Ja, Zweihandkampf gegen Zweihandkampf. Ihr habt beide die Barbarenstreitachsen in der Hand. Ihr habt beide die gleiche Initiative. Das heißt, wir machen einen Zufallswurf oder einen Münzwurf oder irgendwas. Oder jemand würfelt gerade oder ungerade, sagen wir, Unkvull ist gerade und ungerade. Die Tatsache, dass in deinem Kopf die archetypische Waffe für einen Zweihandwaffenkämpfer scheinbar die Barbarenstreitachse ist, spricht Bände über DSA. Oder dich, oder noch eins von beidem. Ich dachte einfach, es ist eine Waffe mit hohem Wiedererkennungswert und hohem Spielgefühl, die ist sehr extrem ein Kampfstil. Natürlich wäre der Zweihänder klassischer gewesen, aber... Also ich kannte mal jemanden, der in Sturmangriffsreichweite von einer Barbarenstreitaxt meinte, er müsste 2 Aktionen gehen machen. Den Rest kannst du dir nice. Okay, also, dann könnt ihr irgendwie einen Würfel würfeln und sagen, gerade ungerade? Ja, ich nehme ungerade. Bist du ungerade? Spaß mal wie 100, ne? Ungerade. Fangen wir an. Dann fängst du an. Sturmangriff. Also es gibt keinen Sturmangriff, es gibt Wurfschlag, Finte, Meißelbrate. Ihr seid gerade, ihr seid auch beide schon in der Kampfdistanz. Nur du hast den ersten Schlag, also deine Schläge kommen zuerst. Ich möchte aggressiv umwandeln und ich gebe ihm 2-mal die Finte 4. Also erstmal die Finte 4 und dann gucken wir. Also erstmal Finte 4 und dann gucken wir, genau. Kostet mich umwandeln 4 Punkte? Das wäre getroffen. Das kostet 4 Punkte, aber erst beim zweiten Mal, also. Ja. Erstmal muss ich versuche mal zu parieren. Nicht mit der Finte. Warte, da doch gerade so. Und dann komm nochmal Finte 4. Nicht geschafft. Okay. Dann bin ich dran. Ja, ich sage eine Wucht 4 an, nachdem du nicht mehr parieren kannst. Das trifft. Mach Schaden. Ja, dann mach Schaden. Warte, freies Ausweichen? Nein, lohnt nicht. Gibt's nicht? Gibt's, also in diesen Basisregeln gibt's es nicht? Ja, lohnt sich wohl auch nicht. Gut, dann reißend heißt, das ist die regelähnliche der exischen Reißachsen, DSA 4 oder halt in anderen Systemen gibt's. Das heißt, 5 W6 werden gewürfelt und die höchsten 3 werden behalten und da kommt dann der sonstige Schaden noch drauf. Ein D5, D6, oder? Das ist... 5, D6, ja. Genau, oh, da bleiben 3 Sechser liegen. Und da kommt ich leg mich einfach direkt hin, okay? Ich will gar nicht rechnen, ich leg mich einfach hin, it's fine. Ja, okay. Kriege ich einen Preis, wenn ich mit jedem Einzelnen verliere? Du kriegst die rote Herne, ich schicke sie dir gerne zu, ich bastel dir was und dann... Das ist gut, da muss ich mich jetzt noch anstrengen, auch zu verlieren. Okay, dann werfen wir den nächsten zufälligen Kämpfer für beide aus. Also Zweihandkampf gibt es für euch beide auch nicht mehr. Es gibt noch einen Schildkämpfer. Dann bin ich der Schildkämpfer. Oh, das dauert jetzt. Ja, werden wir sehen. Also das hast du auch vorher schon gesagt und es war doch nicht so, ne? Warte, ich hab es angesagt, gib mal Parierwaffenkämpfer. Jetzt ist er endlich da und jetzt sind wir beide defensiv. Also. Lass sehen. Ei. Also, der Parierwaffenkämpfer hat die höhere Ini und darf anfangen. Parierwaffenkämpfer hat immer die höhere Ini, oder? Ah, 15 nur. Du hast eine Zusatzaktion oder Reaktion mit einer Parierwaffe, die dann auch diese Attackewerte einfach benutzt, aber W6 plus 1 statt W6 plus 6 dann von deinem Degen macht. Aber du brauchst auch keinen Tod von links oder sowas, sondern einfach hier alles super easy, Zusatzreaktion mit der Parierwaffe. Und kannst halt mit der Zusatzreaktion wie sonst auch immer diese maximal 4 Punkte Anzeige machen. Okay.
Dann fängt der Priorfunkkämpfer an. Los geht's. Ich sage zwei Aktionen und ich fange mit einer Finte 4 an. Treffe damit auf die 10. Es muss natürlich passieren. Alter, nimm ihm die Würfel weg! Ich glaube, das Rules hat Magin ein bisschen zu gern. 1 mit 1 bestätigt. Und die 20. Ich werde jetzt Okay. gehen, okay? Ciao. Wir hören Okay, uns nächstes Jahr oder so. dann mach noch den Schaden. Also noch hast du Also erstmal wenigstens muss die ich noch gewonnen. bestätigen. Es ist nicht Ja. bestätigt. Doch, es ist beschädigt, weil Das ich bestätigt beschädigt, weil ich nicht hier. Finte gesagt Ist für habe. mich nicht. Ne, ist egal. Ich berief an 20. Ja, Ja, aber aber das das wird wird dann. halbiert und dann Und minus damit, 4 hast du kommt. 3 Punkte Finte? Ihre Finte. Erst halbiert und dann noch minus. Das ist fiese. Okay, ich arbeite hart daran, hier das noch zu verlieren. Jamal, mach dieses scheiß Ruleset aus. So, jedenfalls, dann machst du auf deinen Schadenswurf, Dominik, wie 6. Mal 2. 22 minus 2 durch US. Also, er geht gegen eine Rüstungsschwachstelle. Das wird hier als Rüstungsschutz 4-2 dargestellt. Also, 4 ist die normale zu schützen, 2 sind die Schwachstellen. Rüstungsschutz und deswegen gehen nur 2 Rüstungsschutz runter. Die schützen. Und es sind verdammt viele Wunden. Das heißt, Warte. Das heißt, Meine drei Wunden Wunden. ist 8, 22, 20. Das sind nur 2 Wunden. Und Bird Beiden. gibt eine Zuswunde. Ach, richtig. Ja, ich hab mal DSA Drei Wunden. gespielt. Okay, Merkt man super. nicht, oder? Super, super. Okay, dann waren es drei Pairings und es ist ja ein Best of Five. Das heißt, mit 3 Siegen ist steht schon fest, dass Ungful gegen dich gewonnen hat. Ich Ihr erwarte jetzt meinen Preis. könntet noch die beiden weiteren Kämpfe ausspielen, wenn ihr wolltet. Oder ihr könntet sagen, ihr seid fertig mit eurem Kampf und es geht weiter zum. Wir machen das jetzt noch. Ich muss ja wirklich mit allen Okay. einmal verloren haben. Ja, Ich genau, habe ganz noch, genau. warte, ein D2. Ich habe noch den Einhandkämpfer. Dann bin ich der weitendliche Kampf. Okay. Was mache ich? Ich lasse ihn erstmal kommen, glaube ich. Das macht auch keinen Sinn. Pass auf. Angriff. 10er Finte. Go for it. Das wäre sowieso nicht getroffen gewesen. Okay, Dann. 10er Finte klappt nicht. Du hast 10 Ja, Punkte dann Ansage freie stehen. Aktion, richtig, freie Aktion, Position. Also Zusatz von Position, genau, das ist dein Ja. Kampfstil, genau. Ja, immer. Und dann. Das ist mir so schon erledigt. Machen wir eine konservative 5er Finte, 5er Wuchtschlag. Die haben jetzt ein Zusatzerschwernis von 4 Punkten, weil du das umgewandelt hast. Das ist doch keine Ach Braten mehr, so, du ne? hast recht. Ja, dann hätte ich vermutlich weniger Ansage gemacht, weil es wäre sowieso nicht durchgegangen. Also ist Wäre sowieso egal. nicht wirklich klar. Okay, dann hast du aber immer noch die Ansage von, sag mal, 6 Punkten stehen. Und kannst nicht mehr prieren, die Kampfrunde. Ja, so, drück ihn weg, komm. Ja, Wuchtschlag 3. Treffer. Ich würfel gleich den Schaden. Und W6 plus 6. ich habe 3 Wucht angesagt und 4 Rüstung. Das heißt, 1 Neun? von dem Mahnschaden weg. Der Das heißt 10. neun? Neun, sondern eine Wunde. Neun, neun. Ah, Entschuldigung. Neun Beim Schaden, einigen eine Kampf Wunde. steht No. B plus 6. 4 plus 6, genau. Ich habe 3 Wucht gesagt. Das ist allerdings. Ist das beherrscht? Mir fehlen 7. Ich habe 3 über. Reichen 3? Wie viel Schaden hast du gemacht? 9. Ja, 3 reichen genau. Wieder auf den letzten Drücker. Yay! Selbst beherrschen bin ich gut. So, Wie dann steht es machen um die wir. Lebenspunkte? Ich Das habe ist noch mehr wahrscheinlich als eh nicht mehr wurscht. 10, also gib mir. Ja, also Dann die das nächste Wucht rein. ein weiterer Treffer, der genauso gut ist und der Kampf ist vorbei, also ziemlich. Ja, ist getroffen. Komm, würfel 1, würfel 1, würfel 1. Also jetzt zum Schaden meine ich. Minus eine 4 Rüstung sind 8 Schaden. Ja, das hat zu viel verlangt. Das ist nochmal eine Wunde, damit sind wir raus. Ne, die Wunde ist ja, wenn die Wundschwelle überschritten wurde. Also Ja, beachtest. ich habe 12. Von 12 werden 4 abgezogen. Das ist immer noch 2 Punkte über meiner 6er Wundschwelle. Die Wunschwelle ist 6 Punkte bei dir, sorry, ich dachte 8 Nur Punkte. der Schildkämpfer hat Wundschwelle 8. Ja. Gut. Aber dann hast du immer noch, bist immer noch nicht, Lebensenergie und Wunden genug, Ja, dass du aber er hat ja noch aufgeben eine musst. Attacke. Komm, gib Und ihm. Ganz meine genau. ungewandelte Attacke. Da sage ich Genau. nichts an. Hättest du Okay. besser mal. Okay. Aber jetzt dürfte es reichen.
Ist ich mein, quasi zu mit, ja, ich meine, wer mit vier, ja. Punkten vier Punkten Rüstung aus dem Haus geht, der hat auch den Lebenswillen verloren. Es sind leichte Turnierrüstungen. Ja, komm, nur vier, Punkte Rüstung ist etwas, was der abgehalfterte Streuner an der Ecke trägt. Also mein letzter DSA-Charakter hatte üblicherweise eher so 16. Hm. Der abgehalfterte Streuner mit 25.000 AP. Der war auch kein abgehalfterter Streuner, sondern Primus Geweiht, aber trotzdem. Okay, dann letzter Kampf. Dann habe ich jetzt die Parierwaffen. Schildkämpfer. Das Pairing hat er nur gewonnen, weil er mich so hart weggekrittet hat. Gibt's ja, dann wird ihm das Glück nicht hold bleiben in den nächsten Kämpfen. Und jetzt zeige ich dir, was passiert, wenn zwei Leute, die defensiv verteilt haben, aufeinandertreffen. Und was kriegt Ungful? Schildkampf. Schildkampf, okay. Pass auf, denn ich habe die Inni, was ja schon mal schön ist. Deswegen warte ich jetzt ab und lass ihn kommen. Mhm. Und wenn er jetzt klug ist, wartet er ab und lässt mich kommen und wir bleiben einfach hier stehen. Ja, das muss auch nicht sein. Was? Ich sage zwei Aktionen an. Ja. Und fange an mit einer Wucht, Entschuldigung, nicht, keine Wucht, sondern eine Finte 6. Sportlich. Schafft er auch noch. Finte 6 bringt mich runter auf die 18. Da mache ich gerne noch eine 2er Meisterparade rein. Für die 16 dann. Ah, hey, Junge, mir an. Jetzt geht's, weißt du? Pariert. Und das zweite, die zweite Aktion ist Aktienprovokation in die Maximilien. Nee. Erst bin ich dran. Wenn ihr die Regeln gelesen habt? Nein. Also alle Aktionen machen wir in einer einzigen Phase durch. Achso, warte, aber ich darf abwarten bis nach so einer Phase oder nach so einer Aktion? Ich bin gewisserweise. Jetzt kannst du machen, dein Zeug machen. Darfst dich entscheiden? Hier steht, darf sich entscheiden, abzuwarten. Fein, dann maximiere deine Nini. Auf wie viel bist du dann? 19. Das ist immer noch weniger als ich habe. Das war gleich auf. Also dann gewinne ich, weil ich die höhere Basis habe, nicht wahr? Entschuldigung, ich bin bei 16. Ist egal. Dann, ja, okay, dann. Ich glaube, die Aktion möchtest du dir lieber schenken, oder? Und was Nützliches tun? Das ist was Nützliches. Soll ich in deiner Meisterparade noch weiter erhöhen? Ja. Ja, also okay, also auf jeden Fall, er ist fertig. Okay. Ungvoll ist fertig. Er ist fertig. Er hat noch zwei. Er hat noch eine. Eine Schildparade, richtig. Deswegen. Steht, ich hätte bei der Parade ansagen sollen, dass es die. Dass ich sie mit Parierwaffen mache, oder? Das muss ich vorher dazu sagen. Okay, nächstes Mal. Mhm. Dann gebe ich ihm jetzt einfach mal die 2er Finte. Ich gehe auf die 14. Okay. Und dann eine nicht weiter erschwerte Attacke mit dem Hackendolch. Auf die 8. Wer hätte das nur kommen sehen können? Tja. Nächste Runde, neues Spiel. Ich lasse ihn wieder kommen. Das war aber gut für dich, dass du hier gerade daneben gewürfelt hast. Warum war das gut für mich? Ja, weil er hat noch seine Schildparade und da hätte er jetzt eine Meisterparade einfach easy sagen können, weil er hat ja kaum Risiko, weil die Haken durch macht nicht so viel Schaden. Kaum Risiko, no, aber ja. Okay, dann, ich sage zwei Aktionen an. Diesmal eine Finte 8. Finte 8, sportlich. Trifft. Und der schafft es auch noch. 8 bringt mich auf 16. Da möchte ich jetzt erstmal nicht Meister parieren, sondern ich möchte das dann einfach mit der Parierwaffe parieren. Das darf ich, weil Ansage ist meine Ansage, richtig? Nicht Erschwernis. Mhm. Falls du was geändert hast. Das ist geschafft. Dann verzichte ich auf meine zweite Aktion. Was soll das denn? Verzichte? Also, ja. er darf verzichten. Er muss die nicht ansagen, sondern nur nacheinander machen, richtig? Okay, gut. Mhm. Ich verzichte ebenso auf meine Aktionen. Okay. Gut, nächste Kampfrunde. Dann bist du wieder zuerst dran. Willst du abwarten oder willst du den Schildkämpfer wieder lassen? Ich möchte natürlich den Schildkämpfer wieder lassen. Ich gehe jetzt nicht mit AT-14 gut rein. Ja, weil ich bin schon hart behindert, aber ich bin nicht so behindert. Finde 8 hört sich gut an. Der 8 hört sich gut an. Und er schafft die auch noch. Ich möchte dies wieder mit dem Seitenwaffe parieren. Ist geschafft. Hier, ich hatte Meister. Dann meine zweite Aktion lasse ich wieder verfallen. Ich lasse meine Aktion ebenso verfallen. Du weißt, du siehst, was ich meine, ja? Dann mache ich einfach weiter. Ich lasse die nächste Runde wiederkommen. Das geht so lange, bis er mich krittet oder endlich mal verfehlt. 7, Finter 8.
Komm, um das ein bisschen Tempo reinzubringen, machen wir noch eine Zweier Masterparade oben drauf mit der Seitenwaffe. Oh, natürlich! Wäre sowieso nicht geschafft. So. No, es wäre sonst geschafft gewesen. Ah, oh, wie bitter, mal Schaden. Diesmal kriegst du nur zwei Rüstung abgezogen, weil ich Durchschlag habe. Das heißt, du kriegst 6 Schaden. Das ist unter meiner Wunschschwelle, also alles fluffig. Also auf meiner Wunschschwelle, aber ja. Genau. Und meine zweite Aktion, wie üblich, lasse ich lieber verfallen. Ja, da ich abbauen muss, meine Aktionposition. Mhm. Und dann lasse ich ihn wieder nächste Runde kommen. Mhm. Ja, wir kennen das Spiel, das gleiche wie immer. Ist verfehlt. Die zweite ist Aktionposition, Manöver abbauen. Du bist Manöver erschwertes Abbauen. Analysieren wir die Situation, denn wir können jetzt bis zum Ende aller Tage hier stehen und keiner macht was. Und er versucht jede Runde durchzuparieren. Wenn ich ihn nicht angreife, habe ich auch nichts gewonnen. Oh. Aber wenn ich mit AT-14 angreife, habe ich auch nichts gewonnen, sondern ich müsste da schon Ansagen reinmachen. Mhm. Was ich mache, ja, ist, ich sage eine hohe Finte an, damit du keine Meisterparade aufbauen kannst. Und meine zweite Aktion benutze ich notfalls, um die Verschwernis mit Aktionposition abzubauen. Also, hier ist das Ding. Seine Aktionen sind jetzt schon verfallen, richtig? Er hat nur noch die. Er hat noch die eine Parade. Brrr, die eine Parade, da. Ja, okay, dann ist es doch relativ einfach. Ich habe 2 Punkte Erschwernis. Aktion Position und dann kommen 4er. 6er Finte, 6er Finte. Nicht geschafft. Du fängst an. Neue Runde, ich fange an, Aktion Position und dann warte ich ab auf. Erstmal, ich muss alle meine Dinge auf einmal machen, richtig? Nach den Turnierregeln schon, ja. Siehst du, jetzt habe ich mich in die Ecke manövriert. Wenn ich jetzt so doof fühle. Du kannst ja sagen, du machst eine Aktion für Aktion Position und zweimal parieren. Ja. Müsste ich. Ja, mach mal. Weil ich hatte gehofft, etwas zu finden, was nicht. Ich warte auf Parade ist, aber ich finde nichts. Ich mache wieder meine Finte 8 und meine Backup-Option. So, dann würde ich mal gleich nachwürfeln. Habe ich bestätigt. Das zweite benutze ich zum Abbauen. Neue Runde. Ah, komm, 6 auf Finte. Nö. Dann Aktion, Position oder eine Parade. Okay, dann das gleiche wie vorhin. Verfehlt und abgebaut. 6 auf Finte. Nö. Aktion, Position, eine Parade. Und das gleiche wieder. Ich hab's vorausgesagt. 6 auf Finte. Nö, Aktion, Position, eine Parade. Gleich, das Problem ist, ich muss eine Finte. Was? Ich hab getroffen. Alright. Ich muss eine Finte ansagen, sonst macht er Meister verraten. Wenn ich die aber nicht durchbringe, kann er nicht Meister parieren, aber er will doch noch nicht ab. Oh, sorry. Du hast eine 8er Finte, richtig? Ja. Mach ich auf die 16, ja, YOLO, 4er Meister parate noch mit rein. Mit der Seitenwaffe. Geschafft. Und dann. Habe ich diese Runde noch Aktionen? Ich habe noch eine Reaktion übrig, die Runde. Nein, ob ich noch Aktionen hatte. Ja, das ist eine neue Runde, du lässt mich immer vor. Okay. Nee, ja, jetzt ja nicht mehr. Jetzt greife ich ja erst an und positioniere dann. Ah, okay. Deswegen müsste ich keine Aktion mehr haben, deswegen kommen wir jetzt in die nächste Runde rein. Dann, ich habe 4 gehaltene Punkte über, also machen wir eine 8er Finte. Geschafft. Meisterbrate 1. Geschafft. Gelingt. Dann, Finte 10. Meist Aktion Position. Dann habe ich jetzt noch 2 Aktionen, richtig? Du hast angefangen mit der Attacke. Ja, ich habe noch 2. Achso, ich habe nur noch die 2 Paraden. Das ist eine neue Runde. Du hast recht, ja. Well. Ich habe keine gehaltenen Punkte. Du hast also. Was? An sich ist es nicht schlecht, mich vorzulassen als reaktiver. Ja, einerseits ja, andererseits sagst du halt gerade so. Attacken an, die so hoch sind, also Finden an, die so hoch sind, dass ich mir denke, ich will da nicht unbedingt noch eine Meisterparade reinlegen. Und dann gibt es auch das Risiko, dass irgendwann muss er die 1 würfeln und dann ist halt ziemlich schnell vorbei. Richtig, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Deswegen habe ich jetzt angefangen, wieder zu attackieren, erst am Anfang der Runde, um nach dem Crit zu fischen, der halt nicht kommt. Deswegen machen wir das genau dasselbe wieder. 6er Finte. Nö. Aktion, Position. Parade. Und 8er Finte.
Trifft. Achter Finte, nochmal eine 2 Masterparade. Ist trotzdem noch geschafft. Bei 8 findest, hast du 23. 24, ich habe 24 Attacke. Ja, dann. Parade meine ich. Dann eine neue Runde. Ich habe 2 gehalten Attacke. So, machen wir eine 8er Finte. Geschafft. Warte. Warte. Ja, geschafft. Mit 2 gehaltenen. Endlich bewegt sich immer was. Bestätige das noch bitte. Bestätigt. 20 mit 20, dezent. Okay, erstmal mache ich Schaden. Das sind leider nur 1W6 plus. Oh, plus 6 immerhin. Ja. Seit wann macht weißt du, was vergessen hast? Hey, seit wann macht der Degen 1W6 plus 6? Hier im Anspruch. Die Schadenswerte oder die Möglichkeit, den Schaden etwas aufzubessern, sind in den Hartschalls-Hausregeln ein gutes Stück erhöht. Und dann. Ja, es geht jetzt auch TPGE, habe ich gesehen. Das ist, ich glaube, ein hervorragender Schritt ist, weil ansonsten stehst du als Kämpfer da und denkst dir, oh, ich will meinen Kampf ja lieber mit GE skalieren und geschwanzt sein. Und dann kommt die Schadens-, die TPKK-Tabelle halt und haut die auf die Fresse. Right. Keine Wunde, oder? Wundschwelle 8. Locker nicht. Aber. Ich glaube, das bedeutet, du bist dran. Nein, ich verliere alle Aktionen und Reaktionen. Das heißt, richtig, ich darf jetzt sehr gerne noch meine zweite und meine dritte Aktion in den reinballern. Mhm. Und Blutschläge wird sie anbieten. Ich wollte gerade fragen, darf ich. Nein, leider nur die zweite Aktion, die ich verrate, ist fest mit der Parierwaffe. Und du hast. Nee, es ist keine. Zusatzaktion mit Parierwaffe. Oder nicht Zusatzparade. Und bei der höchsten Ini musst du ansagen, was du sagst, nachdem du vorhin immer zwei Attacken eine Parade angesagt hast. Ich muss nicht ansagen, was ich mache. Ich muss meine Aktionen ansagen. Ich habe gesagt, ich greife an. Da muss ich am Anfang alle sagen. Normalerweise alle. Ja. Okay, dann gibt's jetzt nichts und wir kommen in die nächste Runde. Du hast ja die zweite immer noch übrig gehabt für Abbauen. Die hast du auf jeden Fall noch. Warte, ich dachte, ich musste erst alle ansagen. Okay, jetzt in Zukunft machen wir es sauberer. Also im Sinne von Ansagen, im Sinne von, du sagst, okay, ich will, wie viel Aktion und Reaktion du haben willst. Und die Aktion darf ein Angriff sein, oder sie darf Aktion, Position, irgendeine Aktion. Aber es darf der Logik, sein, nicht. Nach der Logik habe ich jetzt noch eine gehaltene Aktion übrig. Mhm. Also gebe ich ihm die. Darf ich mit Parierwaffen Wucht schlagen? Ja. Macht keinen Sinn, aber okay. Nennen wir das. Das Problem, hier ist das Problem. Ich habe Attacke 14. Ja, ich will aber nicht. Ich will nicht. Wuchtschlag 1 ist statistisch quasi immer vorteilhaft. Das heißt, es ist statistisch immer vorteilhaft. Ja, es gibt mir einen Schaden mehr, aber senkt meine Trefferwahrscheinlichkeit um 5%. Ja, aber, also, wir können das jetzt durchdiskutieren, aber ich sag, das ist so. Aber, weil ich dir nicht glaube, mein Wuchtschlag 2. Ey! Oh Mann! Okay, ich verliere nicht alle. Gibt es eigentlich noch coole Patzer-Tabellen oder ist es nur, du verlierst alle Aktionen? Es gibt noch die Patzer-Tabelle, aber hier sind vereinfachten Turnierregeln einfach okay, das war alles. Okay. So, mein Junge, jetzt streng dich an, ich muss das noch verlieren. Ja, das liegt an den Würfeln, würde ich sagen. Also wir sind kurz Reset, wir sind jetzt in einer neuen Runde, alle haben wieder alle ihre Aktionen, weiter geht's. Jamal, weißt du, wie viele Lebenspunkte ich habe? Nein. Cool, weiter. Du hattest vorhin diese, wie viel waren das? 6 verloren. 6 verloren, okay. Dann habe ich 24 von 30 und unser Kollege hat 24 von 30. Nee, er hat 30 von 36. Du hast mehr Lebenspunkte. Ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass ich mehr Leben habe. Okay. Sag mal, was du tust. Jemand hat sich hier gerade. Nein, okay. Ich glaube, ich bleibe beim Standard. Es ist gerade etwas blöd, defensiv gegen defensiv, aber so ist es halt. Ich habe es vorausgesagt. Dann machen wir zwei Masterparade, damit sich etwas bewegt. Das ist geschafft. Warte. Mhm. Doch, ist geschafft. So, dann bin ich dran. Ich möchte 2 Aktionen haben, also gebe ich ihm die 6er Finte. Gelungen. Mach eine Meisterparade 5. Nee, oder? Warte, 6 plus 5 sind 11. Oh, genau geschafft! Nice! Drecksack. Und dann erhöhe ich auf, wenn ich eine 5er habe, 21, mache ich eine 11er Finte. Bis zur 10. Nein, und die Aktionposition hinterher. Ich habe, ich hatte einen Parade angesagt, richtig? Das ist die neue Runde. Ja, ich habe vergessen, was ich angesagt habe. Oh, Junge. Egal, nächste Runde. Nächste Runde, ich fange einfach an. Wir versuchen wieder eine 6er Finte. Nicht geschafft, locker nicht geschafft. Aktionposition, du bist dran. Achso, ich hätte ansagen müssen, wollen wir es melden? Finte 8. Und 2 Aktionen natürlich.
misslingt und ich tue abbauen. Okay. Dann zwei Aktionen von mir. Fände 6. Nö. Aktionposition, du bist dran. Das gleiche. Nein, du. Zwei Aktionen von mir, Fände 6. Ist sogar bestätigt! Great! Great, jetzt fällt er um. Ganz normal zu parieren. Darf ich es aber nicht. Nicht mit der Fente. Erst meine Parade halbiert wird, also auf 11, ja, und nicht dann mit der 6 Fente. Dann, Schaden wird er noch verdoppelt? Warte. Er wurde in DSA auch nicht verdoppelt, oder? TP wird verdoppelt und du schlägst gegen den niedrigen Rüstungsschutz. Oh, und er würfelt die 1! Aber du hast plus 6. 14, da kommen 12 bei dir rein, was nur eine Wunde sind. Und die extra Wunde, also 2. Zwei Wunden. Und die Wundschmerzprobe. Ja, die wird er wohl schaffen, oder? Wahrscheinlich schon, aber die Chance ist immer da. Ja, die schafft er. Die ist easy geschafft. Nicht easy. Schaden über Wundschmerz sind 4. Das ist ein 4 erschwert, er braucht 4 zum Ausgleichen, er hat nur 2 Punkte über, das ist nicht easy. Ja, und nachdem die Wunden. Im Verhältnis zu dem, wie du vorhin auf 0 über geschafft hast, ist 2 Punkte mehr. Ja, okay. Hör mal, Junge, streng dich an, wenn ich das jetzt noch gewinne, stehe ich doof da. Das wirst du wahrscheinlich gewinnen, weil meine Attacke im Parade um 4-4 sinkt. Wirklich? Ich dachte, du hast die Wunden gerade unterdrückt. Nee, die Wunden von Mundschmerz habe ich unterdrückt. Achso, dann würfel die Unterdrückung noch hinterher. So. Hilfe, Hilfe, seht, wie ich unterdrückt werde. Sagt die Wunde. So, die erste Wunde. Fehlen gut aus, weil ich noch. Weil es Konsti ist. Warte, fehlen 5, fehlen 2. Erschwert. Sind fehlen dir 7, erschwert um 4, wäre nicht geschafft. Okay, dann ich auf die nächste. Direkt. Außerdem würfelt man nicht einmal erschwert um Wundenanzahl mal 4? Ja. Jeder Würfel einzeln. Jeder einzeln. Die erste um 4, die erste ist um 8, die dritte ist um 12 und so weiter. Okay, dann hat er die auch nicht geschafft, wenn die Macht erschwert. Doch, dann hat er sie geschafft. Ja. Die ist geschafft. Aber 2-2 Attacker Brade hat er jetzt Abzug im Kampf. Kann ich mich noch irgendwie in einen wütenden Löwen stürzen oder so? Hier ist doch eine Arena, hier muss doch irgendwo einer sein. Kann ich noch die Mutter des Kaisers beleidigen? Also noch steht er und hat noch die Chance zurück zu critten. Also du hast immer die Chance, ja. Ich hatte 2 Aktionen angesagt. Ich habe entsprechend noch eine zweite. Genau. Also gehen wir nochmal die 6 auf Hinte. Das ist geschafft. Dann sage ich normale Parade. Normale Parade? Really? Fuckling. So kommst du nie nach Valhalla. Mach einfach Schaden. Und zack, kann ich 200 zuhauen. Gefällt mir gar nicht. 6 plus 6 ist ein 12. Ich glaub, 12 minus 4 sind 8. Bin ich auf 10 Leben, damit kampfunfähig. Ah, ich nehme dafür 10, zählt nicht. Er braucht noch einen. Lass ihn die Runde noch fertig machen. nein, fair ist fair. Drecksack. Okay. Ja, wir sehen, wenn sich 2 defensiv gedrillte Kämpfer treffen, wird nach Kretz gefischt. Oder Patzer. Ja, ich meine, daran ist natürlich auch die Situation schuld, dass wir nur die 3 Basismanöver haben. So. Entwaffnen aus der Parade oder binden würde auf einmal die ganze Sache anders aussehen lassen. Oder umreißen. Oder Windmühle. Mhm. Ich meine, umreißen könnte, glaube ich, keiner von uns. Zumindest nicht nach 4-1-Regeln. Ja, genau, das sind die erweiterten Regeln. Also mehr Szenario kann man jetzt ohne Aktion zu verlieren hin und her switchen einfach und ohne Freiaktion einfach. Du kannst immer sagen, ich mache jetzt zum Beispiel eine waffenlose Aktion statt einer bewaffneten Aktion hin und her, wie du es willst. Aber waffenloses und Umreißen gibt es nicht. Es gehört höchstens den Fußfeger, der eher niederwerfen ist, wenn ich mich nicht irre. Genau, aber ich habe das alles quasi vereinheitlicht und so, dass es auch da waffenlos Umreißen gibt. Hm. Alright. Und das macht es dann natürlich nochmal sehr, sehr viel breit in den Anwendungsfeldern und da kannst du noch ganz viele sonstige Sonderfähigkeiten draufbauen und so weiter, aber ja. Aber mal, so nimmst du wohl diese Krönchen da weg? Ah, Krönchen. Dass Krönchen. Du dir wohl weg tust. Magst du kein Krönchen, meine Prinzessin? Oh, nicht von dir. Nicht, wenn ich es mit Blut errungen habe. Anyway, dann kämpft Jembail gegen dich. Tagathon, right. Aber, das ging jetzt alles relativ schnell. Mich würde interessieren, harte Schale, was konnte man jetzt daran beobachten? Also was war anders als bei einem normalen DSA-Kampf? Oh, ich weiß es. Nix. Bitte? Nix.
Ich weiß nicht, die ersten vier Kämpfe gingen schon deutlich schneller, als ich das von DSA erwarten würde, oder? Ich glaube, wenn du jemanden mit 4-1-Regeln hinstellen würdest und ihnen sagen würdest, du darfst eine Wuchtschlagfinte Meisterparade machen, würde es in etwa genauso gleich laufen. Vielleicht ist es eher, Also. wenn jemand nach 4-1-Regeln nur 20er würfelt, geht es auch schnell. Aber mich würde trotzdem Harte Aber Schales Meinung es wäre deutlich interessieren. verwirrender, wenn jemand fragt, kann ich jetzt noch Aktion Position machen? But, you know. Also, was wir sehen konnten, ist, dass viel gestreamlined ist. Also, alles ist hier sehr ähnlich von diesem zum DSA 4.1-System, aber ein gutes Stück ist streamlined und die Werte sind etwas getweakt. Also, das und die, ja, sag mal, dass du für gleichen AP ähnlichen Spielnutzen bekommst. Das sind so Unterschiede. Zum Beispiel sehen wir, dass die Trefferpunkte überall ein gutes Stück höher sind und dann noch ein paar kleine Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel der Parierkämpfer, der hat rüstungsbrechend, der Schildkämpfer, sorry, also der Streitkolben rüstungsbrechend, das heißt, er ignoriert einen Teil vom Rüstungsschutz des Gegenübers. Der Zweihandkämpfer hat dieses, dass er diese vielen Würfel nehmen kann und dadurch einen ziemlich guten, hohen Erwartungswert erzielen kann mit Trefferpunkten, die er hat. Die Zusatzaktion Position beim Einhandkampf. Einhandkampf und Zweihandkampf sind eigene Kampfstile dazugekommen sind. DSA 4.1 hat dann eine große Designlücke, will ich sagen. Es gibt die Kampfstile für zwei Waffen, aber es gibt nichts, wenn du eine Einhandwaffe führst oder eine Zweihandwaffe. Und das ist alles schon hier passiv mit rein verrechnet, wodurch dann der Anderthalbhänder hier dann auch auf ziemlich beachtliche Trefferpunkte kommt und sehr hohe Ini und immer zuerst ist und dann auch viel Druck aufbauen kann, prinzipiell also Kill Pressure aufbauen kann, indem er mit hohen Ansagen reingeht und die Trefferpunkte auch hoch genug sind, dass sie dann verhältnismäßig zu den anderen Kämpfern auch schon Kopfzerbrechen bereiten können. Und Zweihandwaffen natürlich, wenn der trifft, da wächst kein Gras mehr und der Spieler kann sich absolut sicher sein, dass er da keine, was ich, drei Einsen würfelt oder sowas bei fünf Würfeln, das ist vollkommen ausgeschlossen. Da kommt immer einiges an Schaden dabei rum. Ansonsten mit diesem alle Sachen in einer Phase und keine Distanzklassen, keine im gleichen Maße Inni-Gefrickel und kein Aktionen verbieten in anderen Distanzklassen und so weiter. Es sind jetzt Sachen, die hier alle nicht aufgefallen sind, weil sie nicht als Stolpersteine da sind. Das ist in diesem Sinne Radius to the Max, dass wir gesehen haben, okay, diese Bassmechanik, die wir kennen, Buchstaben für die Meisterparade gehen hier und sie gehen auch wirklich ziemlich fix und easy. Und wenn der Spieler die Entscheidung aber hat und weiß, was er machen will, wie seine Taktik ist, dann ist die Abhandlung an für sich ziemlich schnell. Und das sind, denke ich, so leichte Unterschiede, die man vielleicht schon mal gesehen hat jetzt. Ja, also dass es schneller ging, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und ich glaube, wenn zwei Defensivkämpfe aufeinandertreffen, dass es dann länger dauert, da kann man wenig dagegen machen. Und so würde man als SL bei wahrscheinlich jetzt auch nicht einen Encounter designen, wenn es jetzt wäre. Aber mit den erweiterten Zusatzfähigkeiten, die dazukommen, sähe das dann noch sehr deutlich anders aus. Und wenn taktische Sachen dazukämen im weiteren System, wo man auch Gruppenkämpfe macht, dann bringt der ein Tank, dem bringt es nichts, wenn er einfach ignoriert wird oder da steht und alles, sein Team ist in Dreikampfrunden tot und der Kämpfer gegen vier, dann fällt er auch um. Also nur als Ausblick, ja. Okay, Tagaton, was hattest du als erstes? Ich hatte das Schild. Ach, du hattest auch Schild. Das heißt, Den Schild. wir kämpfen jetzt Schild gegen Schild. Ich kann Okay. auch noch mal was anderes würfeln. Das. Weiß ich nicht, das soll harte Schale sagen, ob wir das tun sollten oder ob es okay ist, wenn wir mit Schild aufeinander eindreschen. Es kommt darauf an, ob ihr vor 12 noch irgendwo hin wolltet. Es ist ganz nach eurem Gusto, wie ihr wollt. Ich glaube, ich fände es besser, verschiedene gegeneinander zu stellen. Würfel einfach nochmal, Jo, oder? mache ich. Dann nehme ich den Einhandkampf. Einhandkampf. Okay. Eine hervorragende Dann. Wahl, Sir. Dann Inni, oder? Ini ist ja quasi automatisch. Ich habe beim Ich bin B6 bei. diese 4 und da ist der Einhandkämpfer schneller. Genau, ich Ja, bin bei das hätte ich auch 20. erwartet. Okay, Sehr bequem dann schneller. nach dir. Genau, da ich bei dir nicht durchkomme wegen deiner hohen Parade, würde ich einfach mal eine Finte 5 ansagen. Nachvollziehbar. Das waren zu viele. Aber das ist. Nein, dir fehlt sogar. Ah, ja, nee, Nee. stimmt.
Pass 20 und direkt die 16 hinterher. Als hätte ich es gewusst. Ein bestätigter Patzer. Richtig, ein bestätigter Patzer. Das war alle Aktionen weg. Alle Aktionen weg, genau. Okay, das bedeutet dann wohl, dass ich offensiv umwandle. Ich habe eine Attacke von 16. Mit Einhandkampf? Du hast eine Attacke von 20. Ach, du hast Schildkampf, sorry. Ah, ist andersrum, okay, ja. Du hast, okay, gut. So ähnlich klingen wir jetzt auch nicht. Anders als Grüngrau und Gronox, right? Haben wir einen Frieden. Okay, ich möchte, dass die Attacke gelingt, deswegen mache ich keinen Wuchtschlag rein. Wuchtschlag 1 ist statistisch quasi immer sinnvoll. Okay, dann mache ich einen Wuchtschlag 1. Statistisch sinnvoll ist halt ein Scheißwert, wenn du deswegen jetzt verfehlst. Ich verfehle aber nicht deswegen. Dann mache ich das nochmal. Ich habe jetzt eine 1er Erschwernis und ich habe durch das Umwandeln eine 4er Erschwernis, richtig? Ja. Das heißt, ich treffe noch auf die 10. Ich würfle fast so gut wie du, Daru. Also, ein 1er Erschwernis ist noch stehen und keiner kann mehr Großartiges machen und dann würden wir in die nächste Runde gehen. Gut. Ja, einen kennt das zuerst. Wenn du eine 1er Ansage machst und die verballerst, ach egal. Genau. Die Modifikatoren sind wieder weg, das heißt, ich muss jetzt nicht mit Orientieren anfangen, sondern ich kann normal attackieren. Nee, also dann Erschwernis von letzter Runde ist immer okay. Klar. Okay, gut. Dann orientiere ich mich, um die wieder abzubauen. Das Aktion Position, genau. Genau, Aktion Position. Und dann, das ist seine Special Ability, dass er das als freie Aktion machen kann, richtig? Genau. Und das macht sein Kampfstil aus, ganz genau. Es hat noch dann viele weitere zusätzliche taktisch coole Einsatzmöglichkeiten im erweiterten Setting und erweiterten Regeln und viele tolle Implikationen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber er darf immer diese Aktion Position machen. Und allein schon basismäßig heißt das, dass er immer dann extrem hohe Ansagen auch machen kann und das riskieren kann, weil es ja dann kostenlos abbaut. Kann auch dann easy mal hier eine 10er Finte sagen, was ansonsten ziemlich Harakiri wäre, aber bei ihm dann halt überhaupt nicht ist. Also das finde ich prinzipiell schön, weil naja, Einhandkampf würde man so als die Default-Einstellung betrachten, die halt nichts Besonderes bekommt, aber hier halt eben schon, weil es halt ein legitimer Kampfstil wie alle anderen auch ist. Genau. Und dann halt im Erweiterten dann auch noch ganz viele von diesen Vierer-Manövern erleichtert und verbessert. Und man da total viel tolle Ausweich- und Auswahlmöglichkeiten hat. Was ich sowas wie den gezielten Stich oder den Sturmangriff oder sowas, kannst du ziemlich viele auch dann Sachen davon kombinieren und was sich niederwerfen, Sturmangriff kombinieren und alles dann, ja. Viele, viele Manöver dann, unterschiedliche kleine Manöver einsetzen. Okay. Gut. Dann eine Attacke, eine Parade und ich fange an mit einer Vierer Finte. Die ah. 20er, ey. Bestätigt. Das heißt, du verlierst wieder alle Aktionen? Nicht bestätigt. Nicht bestätigt. Du hast das erst abgebaut, das ist hier richtig geworden. Ja, genau. Ah, aber du hast jetzt eine Vierer-Sache stehen, aber du hast nur eine nicht bestätigte Attacke. Genau, damit bist du dran. Gut, dann kommt von dir keine Attacke mehr, du hast hier noch eine Parade aufgehoben. Genau. Dann greife ich einfach mal an. Vielleicht wieder mit der 1er-Ansage, um zu schauen, ob sich das lohnt. Gut, dann die 10. Und die 2 passt. Gut. Und du parierst. Und die Erschwernis ist abgebaut. Die 2 kam jetzt gut. Eine zweite Attacke. Gut, dann mache ich das nochmal. Dann schaffe ich auf die 11 ohne Ansage. Ach, immer einmal getroffen. Gut. Das heißt, wie viel Schaden mache ich eigentlich? Du machst W6 plus 5 und ignorierst 2 von seinem Bürstenschutz. Also faktisch machst du W6 plus 7. Okay. Plus die Wucht 1. Plus die Wucht 1. Das heißt, 11 minus 4 sind 7 Schaden, eine Wunde. Schreibst du das in den Chat, Tigertown? Bin schon dabei. Cool, danke. Okay, dann kannst du gleich mal eine Selbstwertungsprobe ablegen, ob du die Wunde ignorieren kannst.
Nein, ja. Sie ist nicht ignoriert. Ja, wollte ich gerade sagen, das sieht nicht gut aus. So, dann sinken Attacke und Parade schon mal gleich. Und jetzt geht's wahrscheinlich, verschiebt sich das Gleichgewicht sehr viel schneller. Und es kommt jetzt noch der Wundschmerz. Die Wundschmerzprobe machst du auch noch, die ist aber super easy. Ja, wenn du keine mehreren 20er liegen hast, dann sollte das ja, ist ja, geschafft. Aber die eine Wunde ist nicht ignoriert und die stickt jetzt erstmal. Aber an seiner Inni tut sich nichts, oder? Gibt es Dinge, die da Inni, was dran die, ändern in die dem System? Wunden senkt eigentlich auch die Inni hier. Aber das müsste dann immer noch sehr bequem für ihn reichen. Okay. Ja, das sind wir noch weit auseinander. Also zwei Inni hat er auch jetzt auch in diesem Basissystem schon verloren, aber das hieße immer noch, dass er noch ein paar Wunden kassieren kann, bevor das akut wird, dass du mit deinem langsamen Schild da ähnlich schnelle Inni hast. Okay. Genau, dann nochmal eine Bitte 6. Dann auf die 12 und eine Parade. Ja, möchte ich gerne parieren. Finte 6 hattest du gesagt. Ja. Das heißt, das klappt noch auf die 15 bei mir. Und das ist gelungen. Dann hast du dir noch die Parade aufgehoben. Mhm. Dein Paradewert ist nicht mehr. Und meine Attacke und deine Parade sind ungefähr gleich gummelig. Nee. Du hast den 16 Attackewert und er hat nur noch einen 13er Paradewert, weil er hätte die Wunde sitzen. Und du hast zwei Attacken. Und er hat nur eine Parade. Okay. Du hast schon sehr klaren Vorteil jetzt. Okay, dann machen wir das wieder mit der 1er Ansage. Schlag. Das ist von meiner Seite gelungen. Das wird jetzt der Würfel da. Jo, dann ist der erste auch geschützt. Aber dann kommt der zweite Schlag, der gratis durchkäme. Mhm. Und das ist auch locker geschafft. So, dann klatscht die mal wieder gut rein. Das ist dann 7 plus 6, das wären 13. 13. Minus 4 sind 9 Schaden, wieder eine Wunde und eine Wundschutzprobe. Und er ist schon quasi zu 2 Drittel aus dem Kampf. Ein einziger Treffer, der ja ähnlich ist, und dann ist vorbei. Dann würfelst du mal dann, ob du diese Wunde ignorierst oder nicht. Das sieht aber gut aus. Ja, die ist ignoriert und dann den Wundschmerz, der ist wahrscheinlich auch gut. Ja, genau, also stehst du, aber der nächste Treffer ist der letzte, den du kriegst. Das heißt, die andere Wunde hat er immer noch, also die Auswirkungen davon, aber die kann er ignorieren. Mhm. Er hat zwei Wunden sitzen, genau, aber nur eine davon senkt seine Werte, weil er die eine davon die Auswirkung ignorieren konnte. Gut. Dann zwei Attacken diese Runde. Verstehe. Ja. Nochmal eine Finte 6. Das möchte ich gerne parieren. Ist pariert. Und die zweite ist ohne Ansage. Und das reicht aber nicht. Gut, dann habe ich noch eine Attacke übrig. Einsabuch. Nee, du hattest einmal pariert. Und ja. Er hat zuerst und du sagst ihm, wenn du dran bist, wie viele Attacken du magst. Oh, ja. Das heißt, du kannst sagen. Moment, aber ich habe doch normalerweise zwei Aktionen und mit einer Aktion habe ich jetzt schon zum Parieren ausgegeben oder kann ich da das zu meiner Zusatzaktion deklarieren? Du hast die erste Schildparade, ist immer deine Zusatzschildparade. Dazu bist du dich so. Okay. Deswegen habe ich noch zwei Attacken. Mhm. Okay. Auch das ist eine Sache, die vereinfacht wurde. In offiziellen ESA 4.1-Regeln quasi kriegst du diese Zusatzaktion nur, wenn du dasselbe schon mal gemacht hast in der Runde. Und hier ist einfach frei, dass man sich das nicht merken muss. Und ist dann einfach frei dazu und fertig. Mhm. Ja, ich habe nie einen Schildkämpfer gespielt, aber in BHK war das ja auch sehr kompliziert mit der Zusatzaktion. Mhm. Und hier ist einfach, du machst es, wann du willst. Du hast sie einfach drauf und fertig. Gut. Das ist gelungen. Genau, damit hast du gewonnen. Ich habe einen Schildkämpfer gespielt. Das ist ziemlich scheiße, wenn ein Spieler dann der Philosophie agiert, NSCs parieren nicht. Bisschen kacke. Egal. Ja, Gratulation. Erster Kampf. 20. Bei mir liegt eine 14. Strange, egal. Okay, dann schauen wir mal, was wir als nächstes nehmen. Ich würfle mal den W5. Warte, ich darf jetzt ein Krönchen ziehen, ja? Ich habe wieder eins. Der Schildkampf mag du hast nicht. Dir schon ein Krönchen gegeben. Na, Schildkampf gibt es kein zweites Mal. Dann vielleicht gehe ich auf Parierwaffen hoch. Was ja, hast du? Zum Beispiel? Ja, nee,
Ich hätte jetzt die 1, das wäre vorne Schildkampf, oder haben wir wieder die Paarung Schildkampf-Parierwaffe? Nee, dann gebe ich dir den Schildkampf und nehme... Ich will bleiben von dran. Doch, doch, das möchte ich schon gern bis zum Ende sehen. Aus nicht persönlichen Gründen. Grrrr. Frosty sagt, Wahrheit kommt wieder. Okay, sagt, dann hätte ich jetzt den Einhandkampf. Okay, dann haben wir einfach nur geswitcht. Gut, dann schauen wir mal. Mhm. Mal schauen, wie du das spielst. Dann habe ich jetzt das Vergnügen, gegen ein Schild anzurennen. Ja. Hammer stark, sechster Finte. Ja, Hammer stark. Entweder du killst ihn jetzt erst in der ersten Runde oder du gehst nach Hause. Hammerschlag gibt es in Fahrzeugen ja noch nicht. Finte aber im Hammerschlag ist das, was man sich im Waffenmeister erlauben muss. Das klingt irgendwie illegal. Das geht schon, du schwerst es werden noch so hoch, aber diese, wir spielen nicht mit Hammerschlag jetzt in diesem Wasserregel. Okay. Ja, also ich habe im Prinzip die gleiche Überlegung wie Tiger Town, nämlich dass ich eine Finte brauche, um da durchzukommen. Genau, die Frage ist allerdings, wie hoch und wie, wie rum du das anfängst. Du könntest nämlich hier auch die Sache machen, dass du eine sehr hohe Finte ansagst, zum Beispiel eine 10er Finte oder sowas. Ja, das habe ich mir auch überlegt, weil ich habe ja noch die Chance, dann eine Aktion-Position zu machen. Ganz genau. Wenn das die frei für mich ist, deswegen habe ich da noch eine Parade. Mhm, wenn du es besonders optimierst, würdest du überlegen, die auf die, also so eine 8er Finte wahrscheinlich zu sagen. Mhm. Aber zwei Attacken zu machen, ist auch lebensmüde jetzt, oder? Weil so schnell kriege ich ihn auf keinen Fall tot. Fragt sich. Auch dafür kann man sehr gute Argumente finden, zwei Attacken zu machen, weil er kann dich ja auch zweimal zurückschlagen, aber wenn deine Finten hoch genug sind oder die... Also du kannst erstmal die erste Finte machen und dann kannst du schauen, ob du halt noch eine weitere... Darf ich das? Ich dachte, ich muss alles ganz am Anfang ansagen. Das dachte ich auch. Ja, genau. Also kannst du sagen, okay, ich meine, wie hoch die Ansage machst. Du kannst sagen, ich greife zweimal an, auf jeden Fall. Aber welche Ansagen ich welche Reihenfolge mache, das kannst du ja offen lassen. Also wann du deine Aktionposition einsetzt, ja, zum Beispiel. Wenn es am Anfang trifft, dann kann ich ja, ne? Das Problem ist immer, wenn du ihn zweimal attackierst und selbst wenn du zweimal triffst und er dich zweimal pariert hat, hat er dann immer noch eine Gratis-Attacke übrig, die er dir reindrücken kann. Ja. Alternativ kannst du auch sagen, du lässt einen Schildkämpfer vor und er hat das Problem. Richtig. Weil dann muss er dich angreifen. Was macht er mit einer AT-16? Okay, wir haben letztes Mal gesehen, was er macht. Achter Finte, aber so konzeptionell. Das Problem ist, du bist aber auch kacke im Parieren und hast kein Gegenhalten. Und wenn er mit einer 16 angreift, nur wenn er 15 parierst, bist du prinzipiell 5% benachteiligt. So, yay. Aber wenn du mit einer 20 angreifst und mit einer 21 parierst, bist du auch 5% benachteiligt. So, yay. Und das Ganze darf halt jede Runde immer einmal mehr wie du. Es ist ganz egal, wie groß du deine fucking Erschwernis abbauen darfst. Anyway, gib ihm. Ich glaube, ich werde das mit der hohen Ansage probieren. Mhm. Ich greife mit einer 10er Finte, habe ich immer noch eine 50% Chance. Du meinst rechnerisch, das ist eine 8er optimaler? Ja, je nachdem, wie du halt die meinst, dass er dann die Ausweichen oder Meistbrand ansagt. Und, aber ich denke, 8er, 9er Finte wäre optimaler als die 10er Finte, aber für alles kann man Argumente finden. Dann machen wir einen Kompromiss und sagen eine 9er Finte an. Und das reicht. Jo, aber bei mir nicht. Ja, dann machst du Schaden. Okay, das ist in diesem Fall 1W6 plus 8. Das ist ganz ordentlich. Das sind 14 Schaden. Trefferpunkte sind 10 Schaden. Sind durch. Eine Wunde, Wundschmerzprobe. Und du darfst nicht vergessen, bei 20 Schaden ist beim Schluss. Das heißt, du hast ihn schon halb ausgeschaltet. Wenn er das nochmal das gleiche durchkommt, dann ist vorbei für ihn. Der Schildkämpfer hat noch ein bisschen mehr Leben, also 3 Schaden. Ah, okay, sorry, stimmt, das Schildkämpfer hat ein bisschen mehr Leben, also dann, aber es ist fast vorbei, also es ist schon, er ist jetzt schon gut angeschlagen. Okay, die Wunde ist ignoriert und dann der Wundschmerz. Ich brauche nur 5 Punkte zum Ausgleichen. Okay, dann ist gut. Okay. Ich habe noch meine Parade aufgehoben. Mit der Aktion-Position gibt es momentan keine Vorteile, die ich mir verschaffen kann. Oder weil es bei der Indian nicht so genau geht. Nee. Okay. Gut, wenn er dich angreift und du eine hohe Meisterbrand ansagst, dann dürftest du halt quasi da mit deiner Aktion-Position möglicherweise noch dieser Schwindes abbauen, bevor der nächste Runde geht. Aber ja. Aber ja, also du hast eine Parade jetzt noch. Okay, also im Moment wirkt sich das nicht aus. Dann bist du dran. Gut, dann. Eine Wucht 3. Crit. Das sieht bestätigt aus. Das bedeutet, meine Parade halbiert sich.
Ja. Schauen wir mal, wie das so läuft. Das reicht nicht. Dann sind das 5, 8 plus W6. Sind 10 und ich ignoriere 2 deiner Rüstungen. 10 das heißt wird aber verdoppelt. 20. Knockout. Und direkt Knockout, sofort gewonnen. Okay. Welche 20 Schaden? Mhm. Vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen, um das mit den 2 RS-Werten zu erklären. Das fand ich nämlich ganz spannend in dem Regelwerk. Ich habe es so verstanden, dass das für den Fall ist, dass man gezielter Stich oder so macht. Und dann gehst du quasi durch eine Schwachstelle von der Panzerung, aber unten drunter ist ja noch irgendeine Art von Klamotte, Gambeson oder so. Ganz genau. Und ja, stimmt, ist auch nicht bei allen. Ich habe das Beispiel Amazonenrüstung gesehen. Ganz genau. Da ist dann unten drunter eher nichts. Ganz genau, die Amazonenrüstung ist das Extrembeispiel. Da ist dann Rüstungsschutz 6-0. 6-0, das heißt, normale Treffer, die auf die Rüstung gehen, gehen gegen Rüstungsschutz 6. Und Treffer, die die Schwachstelle finden, die gehen dann halt gegen Rüstungsschutz 0. Genau. Okay, ein Krönchen für Tiger Town und wir suchen uns unseren nächsten Kämpfer aus. Jetzt wieder die 4. Wieder die 1. Du kannst auch ein W3 würfeln. Jo. Die einen beiden rauslassen. Okay, das ist besser, ja. Das wären dann die Parierwaffen. Und du kriegst dann wohl den Zweihänder? Beidhändiger Kampf, oder? Oh, beidhändiger Kampf. Beidhändiger Kampf oder Barbarenstreitaxt? Was hast du? Stimmt, könnte man auch so sehen. Ja, links nach rechts, oder? Zweihandkampf wäre das ganz rechts. Dann wäre die höchste Zahl ja Zweihandkampf, oder? Genau, welches Teil ist ja die 3 und Schild ist weg. Also Schild habe ich weggestrichen. Das heißt, ich habe bei Parierwaffe angefangen zu zählen. Mhm. Das ist ein Zweihandkampf. Aber stimmt, genau. Barbarenkampf, das ist jetzt extrem schnell. Okay. Also die Zweihand, also die Barbarenstreitaxt ist nicht zu parieren für dich als Parierwaffenkämpfer. Mhm. Und mein Ausweichenwert ist 10, sehe ich das richtig? Ja, dann hast du doch einfach per Default verloren. Irgendwie, nahezu, aber du hast die höhere Ini, das heißt, du kannst versuchen, gleich am Anfang unglaublich aggressiv alle Attacken reinzuhauen. Richtig, weil deine du kannst versuchen, unglaublich aggressiv mit Attacke 14 bzw. 10 jetzt reinzuhauen. Das wird sicherlich gut für dich ausgehen. Sei froh, dass du nicht gegengehalten werden kannst. Jo, aber den Versuch ist es wert. Was ein normaler Charakter jetzt machen würde, ist umdrehen und wegrennen. Ja, das ist wahr. Die Parade von ihm ist 11. Das ist nicht super gut. Also ich versuch's mal mit einem... Und er wird auch versuchen, möglichst wenig zu parieren. Ist ja auch noch die nächste Sache. Ich versuche einen 4er Wuchtschlag. Und das reicht. Genau. Möchtest du das parieren? Ich möchte das parieren. Und das ist gelungen. Bitter, sehr bitter. Ja, dann habe ich jetzt vom Umwandeln die 4er Erschwernis. Ich mache nochmal einen Angriff, aber ohne die Ansage. Ja toll, jetzt hat es gereicht. Egal. Ja, dann machst du Schaden direkt. Oder außer er pariert nochmal. Ich möchte nicht parieren. Man kann es ja mal versuchen. Das sind 10 Trefferpunkte. Ignoriert das irgendwelche Rüstung oder geht das gegen die normale? Einfach gegen die normale, das heißt, du hast jetzt 6 Leben verloren. Und gerade nicht die Wunde. Und du hast aber noch den Angriff mit deinem Hakendolch. Hast noch eine Attacke, die du machen kannst. Ja, es ist eine 10er-Attacke, aber wir nehmen, was wir kriegen können. 10er-Wuchtschlag, los. Nein! Letzte Mal, dein Bestes ist wenigstens cool gescheitert. Vielleicht bevor ich hätte jetzt eine 1er-Ansage gemacht. Und dann wirst du es wahrscheinlich eintüten, schauen wir mal. Genau, verstehe ich das jetzt aber richtig, dass der Parierwaffenkämpfer, so wie beim beidhändigen Kampf, seine Waffe in der zweiten Hand auch nochmal offensiv nutzen kann. Genau, das, was tot von links wäre, habe ich jetzt auch alles vereinfacht zu diesem, du hast eine Aktion oder Reaktion. Das heißt, er kann einfach damit zustechen oder halt diese Parierwaffenparade machen. Und in dieser P1 wäre das quasi dieses Tod von links und dieses Binden im Kreuzblock und so weiter und so fort, aber das ist alles sehr vereinfacht gemacht worden, ja. Aber Jambale hat jetzt quasi nichts mehr. Ja. Mache ich eine Wucht 4 noch dazu? Kann ich frei ausweichen oder worüber geht das? Nee,
also frei ausweichen, dann wärst du diese Superbasisregel nicht drin. Du würdest es einfach kassieren. Okay, wofür habe ich dann einen Ausweichenwert? Du darfst als anstatt einer Parade dürftest du auch ausweichen. Ah, okay. Genau. Aber ja, Pavian ist ja fast immer besser. Ja, genau. Ja, gut. So, genau, würfel ich jetzt 3 oder 5 Würfel? Du würfelst 5 sechsseitige Würfel und die 3 höchsten nimmst du dir. Ja, das fühlt sich wie fetter Schaden an, ha? 17, so. 22 plus, was waren es, 3 oder 4? 4? Hochansage? Genau, das reicht dann. Mhm, zack. Kampf okay. 3W6 plus 5 Schaden macht die Barbarenstreitaxt. Plus 2, das ist 2x reißen, heißt also 2 zusätzliche sechsseitige Würfel und die 2 niedrigsten rausgenommen werden. Mhm, okay. Ja gut, dann schauen wir, was wir als nächstes machen. Ich habe noch BHK. Mhm. Genau, ich Barrierwaffen oder Beiterhin-Kampf. Und, also wollen wir Beiterhin-Kampf gegen Beiterhin-Kampf machen? Können wir machen. So, da sind wir. Die Frage ist, wer fängt an? Jetzt müssen wir doch würfeln, oder? Jetzt müsst ihr doch würfeln, ja. Jetzt müsst ihr ihn doch ganz normal auswürfeln. Nein, Initiative 11 plus W6 plus 30 plus W6. Also Beiterhin-Kampf fängt an. Eigentlich sind beide Beinhaltkampf. Ach so, wieso, ach so, ja, dann. Dann müsst ihr würfeln, ja. Dann dürft ihr W6 würfeln. Bietet dir mal eine 6 an. Mhm, dann fängst du an. Die 6 ist gut, dann fängst du an. Finte 4, Wucht 2. Let's go. Ist gelungen? Okay, ja, okay, das gelungen. Reicht. Finte 4 war das. Ja. Ja, dann versuche ich das erstmal zu parieren. Mhm. Ist da meine Parade so? Mhm. 15. Geht noch auf die 11. Und das gelingt. Das waren die 12. Oh, 12. Sorry. Ja, W20, so geht die Parade durch gut. Ich spiele dir Sahn Numen im W12. Als Spielleiter hasst mich, aber hey. Okay. 12 Götter, 12-seitige Würfel, ich sehe deine Parallele. Genau, und ich kann das jetzt grundsätzlich nochmal wiederholen. Nach der Logik kannst du aber auch sagen, 16 Erzdämonen, 16-seitige Würfel. Und da stehe ich wieder schlecht an meinem Schwarzmagier. Das ist nix. Dann hat er jetzt eine 6 Erschwernis stehen. Du könntest noch deinen dritten Angriff machen, aber du musstest jetzt sagen, quasi wie viele Angriffe du machen wolltest am Anfang der Runde. Okay, genau. Dann. Wie viele Aktionen du machen wolltest. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass ich mit der Erschwernis und. Nee, würde ich sagen, das würde ich jetzt positionieren oder parieren, je nachdem, was hierbei rauskommt. Geht das denn? Weil also, ja, also du musst man jetzt hat eigentlich, eine dritte eigentlich Aktion, aber das muss auch Attacke oder Parade sein im BH-Kampf, oder? Ja, genau. Genau. Also die, so. Die dritte muss Attacke oder Parade sein. Und du hast ja zweimal schon so hoch angesagt, dass es keine Zusatzaktion gewesen sein kann, weil du hast ja diese 4er-Einschränkung auf deine Zusatzaktion. Das heißt, es müssen deine beiden Hauptaktionen gewesen sein. Das heißt, du hast nur noch eine Attacke oder Parade mit einer zweiten Waffe. Gut, dann wird das eine Parade. Genau, und das hättest du, also idealerweise sagst du gleich am Anfang, wenn du dran bist, okay, so viele Aktionen mache ich und dann, genau. Dann gibst du ab und Jambale. Okay, ich habe eine Parade verbraucht und werde dementsprechend noch zweimal angreifen. Mhm. Nicht vergessen, er hat jetzt eine 6er Erschwernis stehen. Mhm. Das heißt, er würde noch auf die 9 schon so parieren. Okay, das heißt, ich brauche tendenziell keine Finte, sondern einen Wuchtschlag. Oder zumindest keine Ruhefinte. Ich probiere mal einen 4er Wuchtschlag. Jo. Durch. Na, Schaden. 15. Ah, das ist die... Na? 15? Ich dachte 11. Das 4er Wucht? 4er Wucht hast du gesagt, oder? Ah, ja, natürlich. Also 5 Trefferpunkte minus Rüstungsschutz 4 sind 11 Schadenspunkte und knapp keine zweite Wunde. Aber eine Wunde und eine Wundschmerzprobe. Und die Hälfte der Lebensenergie, die er hat, bevor er verliert. Ist nur noch auf 19 Lebensenergie jetzt.
Und die Wunde ist damit nicht ignoriert. Ja. Das heißt, du hast die Abzüge von zwei Attacke Parade und zwei Inni. Zwei Inni-Abzüge ist hier tatsächlich interessant. Und dann noch die Wundschmerzprobe. Sieht schon gut aus. Also du bleibst stehen, ja, aber, du blutest wie ein Schwein. Habe ich die vierte Erschwernis, obwohl ich BHK habe? Welche vierte Erschwernis? Weil ich nochmal angreife. Die Erschwernis, diese vierte Erschwernis gilt für die, wenn du eine zweite Hauptaktion verwenden willst. Okay, also deine BHK, deine Zweitwaffe, deine Zweitwaffe hat einfach, was sie hat, fertig, ja. Okay, dann mache ich einen 5er Wuchtschlag. 4 kannst du maximal mit deiner Zweit. Ah, okay, dann 4er. Maximal Ansage ist +4 dafür. Ja. Gab es dazu einen Präzedenzfall im normalen DSA 4? Ja. Wovon der 4er. Ob die Ansagen in der BHK-Aktion limitiert waren. Ja, schon immer. Ja. 4 maximal. Das war noch niemals anders. Du hast doch einen BHK-Camper gespielt, 5 Jahre lang. Nein, ich habe tatsächlich nur sehr lange die BHK, nicht sehr lange die BHK-Aktion genutzt, sondern dann die aus dem Waffenmeister. Deswegen weiß ich das nicht mehr. Das klappt. Jo, genau. Ja. Aber damit ist dein Minimalschaden höher als das, was ich noch übrig habe. Bam, gewonnen. Okay. Dann haben wir jetzt Gleichstand. Okay, was ist das Letzte, das ich noch nicht hatte? Der Zweihandkampf. Was fehlt dir noch? Parierwaffen. Oh, jetzt hast du auch das Vergnügen. Ja, ne? Ich glaube, ich weiß, wer weiterkommt. Schauen wir mal. Tiger Town hat jetzt die Chance, nach Crits zu fischen mit seinen Attacken. Genau, ich habe die höhere Initiative. Wenn du Crit kommt, dann bist du die Runde weiter wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Schaut für mich aus. Ja, ich mach 3 Attacken. Mhm. Und möchte voll reagieren, natürlich. Kannst mir vorstellen. Ja, ich weiß gar nicht wieso. Okay, dann ist das eine Wucht. Mach mal eine Wucht 5. Ja, es klappt nicht. Klappt nicht. Nee. Die Wucht 5 klappt doch, oder? 5 natürlich schon, du hast eine 7 gewonnen. Ah, stimmt. Ach, die 14, ich war irgendwie bei der 10. Gut, nee, dann passt das. Deine Hauptwaffenaktion hast du erst genommen, ja? Darfst du entscheiden, ob du parieren willst oder nicht, Chambail? 5 ist jetzt nicht wenig, also wahrscheinlich möchte ich das parieren. Dann aber nur auf die 11. Okay. Nope, trifft. Dann sind das 5 plus 6 plus... 6 sind wir bei 17. Minus 4 Rüstungsschutz, das heißt 13 kommt durch, sind genau 2 Wunden. Dann versuchen wir mal die Wunden zu ignorieren, die Wundschmerzprobe, aber es könnte auch schon vorbei sein. Wenn du das Pech hast beim Würfeln. Okay, dann würfel die erste Wunde. Wenn du auf die erste Wunde ignorierst. Das ist 10, 6, ja, 2, das genau. Ist geschafft. Die zweite. Die ist im Achterschwert. Das ist aber auch geschafft. Und jetzt die Wundschmerzprobe. Ist erschwert um 7 Punkte. Das heißt, du darfst nur 3 oder weniger verwürfeln. Ja, das sieht auch so aus. Sieht immer noch. Aber es war auf so einen letzten Punkt so ziemlich, ne? Also nahezu letzter Punkt. Einen Punkt hattest du noch zum Ausgleichen übrig. Als er wäre dann 16 gelegt statt 14, dann wäre der Kampf vorbei gewesen jetzt. Oh, und das war erst dein erster Angriff. Genau, und jetzt hast du allerdings minus 4 Attacke und minus. Nee, sorry, du hast ignoriert. Sorry. Ja. Also, aber. Trotzdem, die Schaden ist schon gut. Der Schaden ist schon gut. Und wie viele Lebenspunkte noch? Du hattest 13 Lebensenergie verloren und wenn du 20 Lebensenergie verloren hast, hast du den Kampf verloren. Das heißt, ein einziger Treffer, der jetzt durchkommt und der Kampf ist vorbei. Und ich diesmal. Ein Treffer der Hauptwaffe. Bei der Seite noch mit W6 plus 1 vielleicht auch nicht so sehr. Egal wie, Tiger Town, du bist dran. Der nächste Attack von dir. Genau. Die ist jetzt durchs Umwandeln plus 4 generell. Phase. Mhm, genau, also wenn du diese Hauptwaffenaktion nimmst, genau. Genau, ich nehme die Hauptwaffenaktion. Mhm. Mach ich nochmal eine Wucht 2 rein. Das klappt leider nicht. Und dann hast du noch deinen Dolch. Genau, dann probiere ich es nochmal mit dem Hakendolch. Da gebe ich nichts dazu und das ist auch nichts. Oha, okay. Dann kommst du dran, Chambail, und kannst zurückschlagen. Er hat keine Parade.
Okay, ich habe den Eindruck, dass ich es nicht wirklich nötig habe, einen Wuchtschlag da reinzulegen, oder? Es ist wichtiger, dass das Ganze durchgeht. Also, es wäre sehr fatal, wenn der Schaden nicht durchkommt, weil dann hast du sicher verloren. Wenn du den Ja, überleben genau, möchtest, aber dann ist diese. er zur nächsten Runde als erster dran, dann drückt er die Attacken rein und dann ist es wahrscheinlich für dich schlecht. Ja, aber die Barbarenstreitaxt macht doch einfach so krass viel Schaden. Ja, genau. Ja, das ist locker geschafft. Das sind dann die 3W6. 5W6. 5W6. Wegen dem Reißend, oder? Genau. Nice, da hast du eine zweite, vierte rauswirfst und dann bleiben, liegen für dich 14 plus 5, das heißt 19 Trefferpunkte. Minus 4 Rüstungsschutz, das heißt 15 Schaden, 2 Wunden und eine Wundschmerzprobe. Genau. Wunde 1 ist ignoriert, Wunde 2 ist wahrscheinlich nicht ignoriert. Ne, eben der 19 geht es gar nicht, weil du hast ja 8 Zusatzschwernis. Punkte. Ja. Und dann hättest du schon mal eine Wunde und dann die Wundschatzprobe jetzt, ob du. Und das schaut schlechter aus, oder? 6 plus. Nee, das hast du nicht geschafft, also kippst du um. Gut. Aber das war heikler, aber es war, als ich erwartet hatte. Ja, aber es war schon ziemlich knapp noch geworden, ja? Mhm. Hätte die zweite Attacke von dir getroffen, Tiger Town. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir unsere Finalisten. Chimbael gegen Ungful. Werden unsere Finalisten, wenn ihr noch Zeit und Lust dafür habt. Ansonsten hätten wir jetzt schon einen guten Einblick ins ganz, ganz grundlegende Kampfsystem im Sinne von nur Wuchschläge in den Weißbrat, aber mit den Kampfstilen und so ein paar künstlichen Zahlen, Schmolierereien. Also mein Vorschlag wäre, wir machen noch einen Finalkampf, aber nicht nochmal mit allen Kämpfern. Wir machen, einen und jeder darf sich seine Waffenart aussuchen. Okay, best of one. Wähle deinen Champion. Pikachu, ich wähle dich. Pika, Pika! Und, ja, versuch mal den Donnerblitz zu parieren. Das ist halt der Moment, in dem der Kampfmagier aufs Feld kommt und den Kombinatio macht und sagt... Ich wähle den Einhandkampf. Ich glaube, ich nehme aus alter Tradition den Beidhandkampf. Schneid ihn in Streifen. Einhandkampf hat höhere Initiative und fängt an. Ich sage eine Aktion, eine Reaktion an und fange mit einer Finte 4 Wucht 2 an. Das heißt, ich treffe dann auf die 14 und dann benutze ich meine Aktionposition, um das zu korrigieren. Du bist. Okay, dann verbleibt dir noch eine Parade. Moment, ich musste nicht parieren, das heißt, ich kann im Grunde dreimal angreifen. Exakt. Und habe einmal die vierte Erschwernis. Dann, ich mache einen Wuchtschlag. Sagen wir einen vierer Wuchtschlag. Und versuche natürlich zu parieren. Mhm. Blinkt nicht. Und ich glaube, der Kampf ist nahezu gelaufen. Das sind 10 Schaden. Plus 4 sind 14 Schaden. 14 minus 4 ist 10, genau. Also 14 Trefferpunkte ist ja Schaden. Die erste Wunde ist nicht ignoriert. Nicht ignoriert, dann der Wundschmerz. Ja. Der ist noch um 3 Punkte erschwert. Das gelingt. 10 Bitte. Minus 6 drüber. Das sind 4. Nee, schaffe ich nicht, weil die Wunde mir 3 Punkte Schwernis auf Selbstbeherrschung gibt. Wir nicht beachtet, Dominik. Okay, das heißt, es ist vorbei? Ja, es ist vorbei. Dann bin ich doch tatsächlich noch Siegerin geworden. Ich dachte auch geraten. Krönchen. Krönchen. Sehr schöne Krönchen. Ja, vielen lieben Dank, dass du uns das Kampfsystem gezeigt hast. Und also, du hattest recht, es hat irgendwie Laune gemacht mit diesen Turnierregeln. Habt ihr noch Gedanken dazu? Also, es wäre natürlich auf jeden Fall noch wesentlich taktischer, wenn wir mit mehr Sonderfähigkeiten manövrieren spielen würden. Das können wir auch gerne nochmal in Zukunft tun, wenn euch das reizt. Vielen lieben Dank, dass du das für uns
geleitet hast und uns was erklärt hast. Und ja, vielleicht mal wieder. Dankeschön, liebe Jamil. Ich bedanke mich auch dafür, für das schöne Turnier. Und es gibt durchaus viele Optionen, was man da machen kann. Inklusive, wenn man die Bösewichte mit ihren Chimärenhorden und Golemhorden machen möchte, gibt es alles dazu was. Ich musste jetzt eine Pappkrone basteln, oder? Ich sag jetzt nicht nein dazu.